Einen schönen guten Abend aus Prag. Ich heiße Joanna Gwiazdecka und werde die heutige Debatte moderieren. Die Debatte wird sich die Parlamentswahlen, die anstehenden Parlamentswahlen sowohl in Tschechien wie in Deutschland widmen. Für das Dolmetschen, das ist auch ein wichtiger technischer Hinweis, bitte drücken Sie auf das Globus-Symbol in der unteren Leiste und wählen die entsprechende Sprache. Ganz herzlich möchte ich unsere Gäste begrüßen. Martina Wewerkowa, Soziologin. Sie hat sich maßgeblich an den vom RLS-Büro unterstützten Umfragen zu den linken Wähler und Wählerinnen in Tschechien und in der Slowakei beteiligt. Martina engagiert sich auch politisch in der Partei Levice, Die Linke in Tschechien. Paul Welsow hat das Landesbüro der RLS-Stiftung in Thüringen geleitet. Jetzt ist er als Mitarbeiter der Rosa-Luxemburg-Stiftung in Berlin tätig und arbeitet dort im Bereich der bundesweiten Arbeit. Als wir diese Debatte geplant hatten, wüssten wir noch nicht, dass jetzt die deutsche Fußballnationalmannschaft ein wichtiges Spiel haben wird. Deswegen auch vielen Dank an Paul, dass er trotzdem mit uns heute sein kann. Ich möchte auch gleich Paul und Martina um eine kurze Einführung in die aktuelle politische Lage in Deutschland und Tschechien mit dem Fokus auf die linke Kräfte bitten. Jetzt übergebe ich das Wort an Paul. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ja nicht das erste Mal bei euch, bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung im Büro in Prag und der Tschechischen Republik, diesmal leider nur online. Aber natürlich bin ich trotzdem gern dabei. Die Linke in Deutschland vor der Wahl ist das Thema. Vor der Wahl heißt, wenn wir uns die Politik in der Bundesrepublik Deutschland angucken, in diesem Jahr auch schon nach der Wahl. Denn 2021 ist ein Jahr mit mehreren Wahlen in Bundesländern und im Bundestag. Wir hatten in diesem Jahr bereits drei Landtagswahlen. Das war in Rheinland-Pfalz in Westdeutschland. Das war in Baden-Württemberg in Westdeutschland und Kommunalwahlen in Hessen sowie in Sachsen-Anhalt eine Landtagswahl. Bei diesen Wahlen kommunal und auf Landesebene gab es gerade für die Linke durchaus unterschiedliche Ergebnisse, die aber tatsächlich auch ein bisschen schon zeigen, wohin vermutlich die Partei sich weiterentwickeln wird und mit welchen Ergebnissen zu rechnen ist. In Baden-Württemberg gab es einen leichten Zugewinn bei der Landtagswahl für die Linke. Nicht viel, aber doch merklich. Dennoch ist die Partei dort noch weit weg von einem Einzug in das Landesparlament. In Rheinland-Pfalz, das benachbarte Bundesland, gab es einen leichten Verlust. Auch dort ist die Linke nicht im Landesparlament vertreten. Und in Sachsen-Anhalt, in Ostdeutschland, wo die Linke und vorher die PDS eine wirklich immer starke Partei war, gab es leider Verluste und zuletzt stand die Partei jetzt dort bei der Wahl bei 11% im Juni, was ein wirklich deutlicher Einschnitt ist. Im September folgen dann Kommunalwahlen in Niedersachsen, einem westdeutschen Bundesland, Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern, in Berlin und eventuell in Thüringen und dann natürlich die Bundestagswahlen, die natürlich das größte Interesse wecken werden. Mit dem Blick auf die letzten Wahlen ist es notwendig, vermutlich sich nicht nur die Wahlen in diesem Jahr anzuschauen, sondern auch die Wahlen in den letzten 5 Jahren. Für die Partei Die Linke zeigt sich dabei eine neue Normalität, denn die großen Erfolge, die die Partei nach ihrer Neugründung vor circa 10 Jahren hatte, die sind schon lange vorbei und die Partei erlebt eigentlich im Wahlzyklus der letzten 5 Jahre eine neue Normalität. Das heißt, neue Normalität, das heißt leichtes Wachstum im Westen, dort wo die Partei deutlich jünger ist, dort wo sie eher bewegungsorientiert ist und einen Verlust tatsächlich über viele Jahre schon in den ostdeutschen Ländern, wo in den letzten 20, 25 Jahren Erfolge erzielt wurden bei Wahlen bis hin weit in 20%, Mitte 20% bis hin zu 30%.
Diese Verluste in Ostdeutschland waren zu erwarten, die leichten Gewinne in Westdeutschland auch. Es gibt aber einen Ausreißer in dieser Serie von Wahlen, gerade in Ostdeutschland. Das ist das Bundesland Thüringen, wo 2019 die Partei aus einer Situation des Mitregierens 31% der Stimmen gewonnen hat. Die Besonderheit dort ist, glaube ich, im Vergleich zu anderen Bundesländern eine sehr klare Orientierung seit vielen Jahren auf das Regieren. Es gibt eine Besonderheit im Personal, also eine populäre Person an der Spitze mit Bodo Ramelow als Ministerpräsident und als Spitzenkandidat bei Wahlen seit vielen Jahren und zugleich eben eine strategische Orientierung von Partei und Fraktion am sogenannten strategischen Dreieck der PDS, wo es darum geht, Protest und Widerstand zu verbinden mit dem Regieren oder dem Gestalten im Hier und Jetzt plus einer Vision des demokratischen Sozialismus. Also nicht das Regieren gegen die Opposition zu diskutieren oder die Rolle der Partei immer nur auf einer bestimmten Funktion zu fixieren, sondern zu sagen, in verschiedenen Zeiten, zu verschiedenen Gegebenheiten hat die Partei unterschiedliche Aufgaben. Die Partei hat dann auf Bundesebene, und da kommen wir jetzt in den Bereich der Bundestagswahl, die Ende September ansteht, eine ganze Reihe von Herausforderungen vor sich. Es gab jetzt im Frühjahr die Neuwahl des Parteivorstandes, der deutlich jünger geworden ist, der einen Generationenwechsel zeigt und der auch gezeigt hat, dass die bisherigen Strömungen in der Partei, die doch sehr festgefahren waren, inzwischen sehr nicht mehr so funktionieren, sondern tatsächlich es neue Konstellationen gibt. Die Partei hat sich natürlich vor allem damit beschäftigt, mit einem Wahlprogramm für die Bundestagswahl, mit der Frage, wie man in die Bundestagswahlen geht. Das Programm ist jetzt gerade beschlossen worden mit dem Titel Zeit zu handeln für soziale Sicherheit, Frieden und Klimagerechtigkeit. Also auch hier die Verbindung von sozusagen den klassischen Themen Friedenspolitik, soziale Gerechtigkeit, soziale Sicherheit verbunden, aber auch mit der ökologischen Frage, also Klimagerechtigkeit. Die Umfragen derzeit auf Bundesebene mit Blick auf die Bundestagswahl zeigt aus meiner Sicht ein etwas unklares Bild. Die Grünen hatten über viele Wochen einen Höhenflug und hatten Ergebnisse in den Umfragen, die sie vorher nie erreicht hatten auf Bundesebene. Das ist die letzten Wochen wieder zurückgegangen. Das heißt, wenn man den jetzigen Stand sich anschaut, könnte es im September auf Bundesebene zu einer Koalition aus CDU, CSU, also den Konservativen mit den Grünen kommen. Das wäre eine rechnerische Option. Es gäbe mögliche Koalitionen aus Dreierbündnissen, also die CDU vielleicht mit der FDP und den Grünen. Und dennoch ist es aber auch rechnerisch zwar derzeit nicht realistisch, aber bei den Entwicklungen nicht auszuschließen, dass auch ein Bündnis aus Grünen, Sozialdemokratie und Linkspartei denkbar wäre. In den vergangenen Jahren gab es wiederholt bei Wahlen für eine solche Regierungsoption im Bund rechnerische Mehrheiten, die aber politisch nicht umsetzbar waren. Das ist inzwischen etwas anders. Jetzt sind die rechnerischen Optionen nicht mehr ganz so gut, aber die politische Annäherung ist aus meiner Sicht in diesem Jahr deutlich enger und näher als in der Vergangenheit. Das heißt, wenn die Linke ein gutes Ergebnis bekommt, die Umfragen sagen derzeit 6-8%, wenn sozusagen da vielleicht 8-9% bei rauskommen, wenn die Sozialdemokratie sich stabilisiert oder besser wird und die Grünen vielleicht auch ihren medialen Höhenflug umsetzen können, ist Rot-Rot-Grün oder Grün-Rot-Rot keine aussichtslose Option. Das heißt, die Partei Die Linke wird sich auch im Sommer und im Herbst politisch damit beschäftigen müssen, ob sie regieren möchte und wenn ja, wie und welche politischen zentralen Projekte umgesetzt werden sollen. Das heißt, die Rolle der Partei ist durchaus im Jahr 2021 auf Bundesebene eine andere als in den vergangenen Jahren. Das heißt, eigentlich ist ihre Rolle derzeit wichtiger und möglicherweise bedeutender als in der Vergangenheit. Das ist aber tatsächlich etwas, was natürlich die Wahlen erst noch zeigen müssen und wo tatsächlich die jetzigen Landtagswahlen im Frühjahr und im Frühsommer durchaus gezeigt haben, wo die Schwierigkeiten liegen.
der Aufwuchs und die Verankerung der Partei im Westen ist eben noch nicht stark genug. Und in den ostdeutschen Ländern geht die klassische Verankerung aus den letzten 20, 25 Jahren zurück. Das sind sozusagen die beiden großen Baustellen, die die Partei vermutlich bewerkstelligen muss. Das ist die Neuausrichtung, vor der die Parteiführung und die Partei stehen wird, wenn sie nach der Bundestagswahl das Ergebnis bekommen hat und sehen wird, ob es sozusagen weitere 5 Jahre bzw. 4 Jahre der Opposition geben wird oder ob die Debatte um eine rot-rot-grüne Regierung ansteht. Das ganz kurz als sozusagen Stand der Dinge. Vielen Dank, Paul. Ich leite jetzt das Wort an Martina weiter. Wie sieht die Situation in Tschechien aus? Also die Wahlen kommen einen Monat nach den deutschen Wahlen auf die Reihe. Am 8. und 9. Oktober wird bei uns gewählt. Und ich würde also mich ganz gerne auf die tschechische Sozialdemokratische Partei konzentrieren, weil dies finde ich halt interessanter und bedeutender. Heutzutage im tschechischen Parlament haben wir 2 linksorientierte Parteien und das ist die ČSSD, Tschechische Sozialdemokratische Partei, und KSČM, Tschechische Kommunistische Partei. Und wir befinden uns in einer spezifischen Situation. Beide dieser Parteien haben sich entschieden, an der Regierung von Andrej Babiš teilzunehmen. Und was verbindet die 2 Parteien auch? Beide haben Präferenzen, die relativ niedrig sind. Ich habe gerade auf die aktuellen Modelle geguckt. ČSSD hat ca. 7% und KSČM hat 6% ca. Natürlich ändern sich die Zahlen jeden Monat, je nach auch Umfrage. Und es kann natürlich auch passieren, dass eine Umfrage andere Resultate angibt, also 3 oder 4%. Und dann ist natürlich der Vorschau völlig anderer. Manche Spezialisten sagen auch oder sagen hervor, dass diese 2 Parteien nicht in das Parlament reinkommen. Also die Situation ist ein bisschen ähnlich in dem Sinne. Was ich noch spezifizieren will, und bezüglich dieser Teilnahme an der Regierung, ČSSD nimmt an der Regierung teil, wobei KSČM zeigt Unterstützung, gibt Unterstützung der Regierungspolitiken und unterstützt halt sehr viele Regierungsvorschläge. Und diese Entscheidung, dass diese 2 Parteien an der Regierung von Andrej Babiš teilnehmen, das war eine Entscheidung, die von Anfang an kritisiert wurde, natürlich von der nicht-parlamentarischen Linke. Sie haben gesagt oder es wurde gesagt, dass sie an der Regierung teilnehmen. Also das hat jetzt ČSSD und KSČM gesagt, dass sie einfach diese Linksströmung oder das Linksdenken in der Regierung durchsetzen wollen. Und das 2. Argument, das sie immer angegeben haben, war, dass sie eigentlich dadurch das verhindern wollen, dass SPD die extreme Rechte Einfluss nimmt. Also Sie haben ständig über diese Partizipation und Teilnahme gesprochen, aber die Kritik sagt, dass es diese Partizipation, diese Teilnahme ist eigentlich nicht im Einklang mit dem linksorientierten Denken und das ist nur eine Unterstützung eines Oligarchens. Also was ist dann passiert in den letzten 3 Jahren, auch bezüglich der linken Parteien? Wir können über Teilerfolge sprechen. Wir können zum Beispiel über die Elternbeihilfe sprechen, wir könnten über die Renten sprechen, über Ersatzunterhaltsgeld, aber gleichzeitig muss man wirklich auch über diese Resignation sprechen oder diese Unfähigkeit, wirklich entscheidende Schritte zu machen. Damit meine ich zum Beispiel die Exekution oder Sachen bezüglich der
der Wohnungen für Sozialschwachen. Ja, das sind Sachen, die einfach nicht gelöst worden sind. Und dann das weitere Scheitern von CSSD kann man auch an der Pandemie sehen. Ja, sie haben wirklich nicht verhindern können, dem, was passiert ist im September letzten Jahres. Also die Pandemie hat sich wirklich, wirklich scharf verschlechtert. Aber die Reaktion der Regierung kam einfach viel zu spät. Es war wirklich eine verspätete Reaktion. Und wir haben wirklich dann fast ein ganzes Jahr in einem sehr schlechten Zustand gesprochen. Dann auch diese sogenannte Isolierungspolitik. Ja, also ganz viele Menschen mussten in Quarantäne bleiben, haben dafür auch bestimmtes Geld bekommen, um einfach nicht aus dem Haus rauszukommen, weil sie Covid-positiv waren. Aber diese Isolierungspolitik hätte viel, viel früher kommen sollen eigentlich. Und noch ein sehr interessanter Moment kam wieder im März dieses Jahres 2021. Es wurde sehr, sehr intensiv über den Lockdown bei der Industrie gesprochen. Und nicht mal da war die CSSD richtig entscheidend. Hat wirklich nicht klar gehandelt. Also die ganze pandemische Agonie hat sich verlängert und verlängert. Also ich muss sagen, ich nehme es jetzt nicht so wahr, dass die Tagesordnung oder die Inhalte von GSCD wirklich klar werden. Also sie haben zum Beispiel gesagt, dass 6 Milliarden von dem Budget für die Armee in die Reserve kommen sollte. Das war die kommunistische Partei. Ja. Sie haben wirklich auch zum Beispiel die Idee einer öffentlichen Bank durchgesagt. Aber der Premierminister Andrej Babiš ist nie diesen Gedanken entgegengekommen. Ja, nie. Und ihre Politik in diesem Sinne ist mehr reaktiv sozusagen. Sie reagieren, haben aber keine Initiative sozusagen. Oder ich würde auch gerne darauf mal aufmerksam machen, weil es könnte auch überraschend klingeln. Was wir auch sehr oft sehen, ist wirklich auch zum Beispiel asoziale Art und Weise von sich auszudrücken. Ja, also zum Beispiel der reichste Mann Patrick Kellner ist gestorben vor einer Zeit und der Vorsitzende von der Kommunistischen Partei hat ihn sozusagen verheert in seinem Diskurs. Also das sind wirklich dann Worte von irgendjemandem, der sich als Kommunist bezeichnet. Und da wundert sich man einfach. Das ist wirklich unglaublich. Noch ein weiterer sehr interessanter Moment für die Kommunistische Partei kam dann später im April. Sie haben sich entschieden, nicht mehr die Regierung zu unterstützen, also die Regierung von Andrej Babiš. Und zwar in dem Sinne, also es war klar, dass die Regierung, die Bewegung, die Partei Anno wirklich nicht das berücksichtigt, was die Kommunistische Partei sagt. Und die dachten, okay, ein paar Monate vor den Wahlen lohnt es sich für sie, auf die andere Seite zu gehen, sozusagen zu der Opposition. Und dann 2 Monate später, als man über das Vertrauen für die Regierung gewählt hat, sind die Kommunisten einfach aus dem Saal weggegangen. Ja, sie haben den Saal verlassen und haben nicht mal gewählt. Also sie sind wirklich sehr schwierig lesbar. Es ist wirklich sehr schwierig rauszukriegen, was sie eigentlich wollen, wo sie hingehen. Und die reale Loyalität, sind Sachen, die wirklich unverständlich sind und unklar sind. Was für mich auch interessant war bezüglich von CSSD, als es sich die Bewegung getroffen hat und Hamáček wurde wieder gewählt. Er wurde also wieder gewählt als Vorsitzender und das wurde wirklich unterschiedlich interpretiert und ausgelegt. Die Journalisten haben zum Beispiel geschrieben, dass sich die Partei an den traditionellen Wähler orientiert. Ja, also dann gab es da auch einen Gegenkandidaten, Herrn Petříček. Er war der Ex-Außenminister und er ist halt das Symbol oder der Vertreter mehr liberalen sozusagen Einstellung.
und wurde auch von der urbanen Bevölkerung sehr unterstützt. Als also Herr Petříček nicht als Vorsitzender gewählt wurde, wurde er eigentlich aus der Partei sozusagen ausgeschlossen von dem Vorsitzender, mit der Erklärung, dass die Partei mit einer einzigen Stimme sprechen sollte. Ich wurde dann von sehr vielen Journalisten kontaktiert und sehr viele Journalisten wollten eigentlich eine sozusagen bessere, tiefere Analyse beschreiben. Aber diese Situation wurde dann von dem Skandal von Vrbětice jetzt beeinflusst. Ich will jetzt nicht tief reingehen sozusagen, aber dieses ganze Skandal war auch deswegen interessant, weil sich Jan Hamáček wieder als ein unfähiger Politiker gezeigt hat. Er hat zum Beispiel erklärt, ja, es war wahrscheinlich nicht die beste Lösung, aber uns ist nichts anderes eingefallen. Also man hatte ihn sofort beschrieben als dem Landesverräter sozusagen. Und im Rahmen seines Benehmens hat er also noch geschafft, den Petříček auszuschließen. Also eigentlich wird er als ein autoritärer Mann wahrgenommen, der Vorsitzende der Sozialdemokraten. Also es war eigentlich sehr negativ für die ganze sozialdemokratische Partei. Sie wollten sich eigentlich auf die Wahlkampagne konzentrieren, auf die Wahlthemen, und plötzlich mussten sie was völlig anderes lösen. Was für mich auch sehr interessant ist, ist die Frau Jana Maláčová. Das ist die Ministerin für Arbeit und Sozialangelegenheiten und sie vertritt eine Politik, die ich als Politik eines starken Sozialstaates nenne. Also es gab wirklich unterschiedliche Maßnahmen, die ergriffen wurden. Ich habe schon manche erwähnt und die kommen eigentlich aus ihrem Büro sozusagen. Sie ist die Autorin und sie wird auch ständig kritisiert, belächelt. Ja, sie wird ständig auch gefragt, also sind wir wie in Venezuela, wo wollen Sie das Geld herkriegen? Und es scheint so zu sein, dass sie diese Art von Auslegung ihrer Politik halt mit einer starken Artikulation eines Konflikts beantwortet. Ja? Also sie artikuliert wirklich Themen wie zum Beispiel progressive Besteuerung. Ja? Sie kritisiert auch unterschiedliche rechtsorientierte angebotene Lösungen. Und so wie ich das auslege, es ist so, dass sich CSSD mit Frau Maláčová identifiziert und diese sollte eigentlich auch einen Teil der Wahlkampagne sozusagen bilden. Also sie sprechen auf jeden Fall über die Möglichkeit der progressiven Besteuerung. Sie wollen Mittel für das Finanzieren eines starken Sozialstaates suchen. Das ist eigentlich ein Paradox, aber es ist wirklich so, dass man in der Tschechischen Republik, wenn man sowas so formuliert, dann wirkt es auch relativ kontrovers. Also wie lege ich das jetzt Ganze aus in diesem Moment? Also jetzt minimal, was CSSD angeht, werden jetzt diese linksorientierte Lösungen artikuliert und hervorgehoben. Ja, nichtsdestotrotz, die Präferenzen sind sehr, sehr, sehr niedrig von dieser Partei. Also sieht so aus, als ob diese Politiker wirklich nicht genug Unterstützung unter der Bevölkerung hätten. Und ich wollte jetzt vielleicht vier Sachen hervorheben, also oder Sachen oder Ursachen der jetzigen Situation. Also wieso oder die Erklärung, wieso die Strategie nicht funktioniert. In diesem Moment gibt es dieses Bemühen seitens CSED, die Regierungsparteien und Oppositionsparteien ein bisschen anzunähern. Also sie kritisieren die Regierung, aber kritisieren auch die Opposition.
aber sie nehmen schon seit 7 Jahren an der Regierung teil. Und wir sehen auch, dass sie immer der Schwächere Akteur sind, ja. Sie spielen immer noch die Rolle des Schwächeren, also was auch die nominale Schwäche und Stärke angeht, ja. Sie gehören wirklich zu den Schwächen sozusagen. Also, was ihre politische Macht angeht, ist sie eigentlich viel niedriger, als man erwartet hätte. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie jetzt etwas stark artikulieren können. Aber gleichzeitig müssen das die Menschen nicht so wahrnehmen, dass es vertrauenswürdig ist oder realisierbar, wenn sie diese Sachen in den 7 Jahren nicht imstande waren, durchzusetzen. Und sie sind immer in der Position des schwächeren Partners, wenn sie daran teilnehmen, aber kein Wort haben. Im Grunde genommen habe ich hier noch eine Sache. Es ist Ihnen ziemlich oft gelungen, auch aufwendige soziale Maßnahmen durchzusetzen. Und für solche Maßnahmen haben auch die Oppositionsparteien abgestimmt. Weil das ist für diese Parteien, also als eine Äußerung, dass die soziale Politik auch für diese Parteien wichtig ist. Aber die tschechische Sozialdemokratie hatte nie Kraft genug, um die Änderungen in dem Einkommensbereich durchzusetzen. Und sie konnten nicht die Abschaffung des supergroben Lohns zu verwehren. Das waren die bürgerlich-demokratische Partei, die ODS, vor allem die Rechtspartei. Und das bedeutete ungefähr ein Verlust von ungefähr 100 Milliarden Kronen pro Jahr für das Staatsbudget. Und das ist jetzt umso mehr verschärft, dass der Staat weniger Einkommen hat und man setzt aufwendige Sozialmaßnahmen durch. Und die CSSD, die tschechische Sozialdemokratie, war nicht imstande, die Richtung in der Steuerpolitik zu ändern. Also dann hören wir immer, also statt Redistribuierung hören wir eher, dass man etwas herausgibt und immer jemandem was gibt. Und die Opposition setzt auf die Angst der Menschen vor dem Staatsschulden. Oder vielleicht die Menschen verstehen es nicht so gut, wie es mit dem Staatsschulden funktioniert. Und in diesem Hinsicht ist auch die Kredibilität der Politik niedriger, weil es ist erfolgreich in dem Durchsetzen der Sachen, was die Kosten betrifft, aber nicht was Einkommen betrifft. Und auch nicht die Mitte oder die rechtliche Opposition, die sagen nie, nein, wir würden die Renten erhöhen. Nein, die sagen, wir würden das anders gemacht, aber oft sagen die nicht, wie genau. Und das ist auch ein Paradox. Und der dritte Grund, ich finde, dass nach der Versammlung, nach dem Parteitag, wurde betont, dass die Sozialdemokratie mit einer Stimme sprechen sollte, also die Orientierung auf sozioökonomische Themen, nicht die Orientierung auf den liberalen Wähler. Aber das passiert immer noch nicht. Und wir haben mehrere Stimmen hier. Es gibt hier die ziemlich progressive Politik von Jana Malačová. Auf der anderen Seite haben wir hier Jan Hamáček, der vor allem in den letzten Zeiten sich visibel gemacht hat, dass in einem Skandal oder einer Affäre, das war in Teplice, es passierte, dass nach einem polizeilichen Eingriff ein Roma gestorben ist, Stanislav Tomáš. Und hier ist eine Interpretation, dass er eigentlich sich zu viel Drogen genommen hat oder ob er also wegen dem Polizeiangriff gestorben ist, das wissen wir nicht. Aber Jan Hamáček äußerte sich gleichzeitig, dass er voll Vertrauen in die Polizei hat und dass der polizeiliche Angriff sicher in Ordnung war. Aber von dem Innenminister aus meiner Sicht ist das unakzeptabel, weil er der Erste sein sollte, der erst abwartet, bevor die Sache untersucht wird. Und die dritte Stimme, die
noch zu hören ist von der tschechischen Sozialdemokratie, ist die Stimme von solchen Menschen wie Petříček oder Jiří Dienstbier. Und die haben die Prager Kandidatenliste verlassen als Protest gegen die gegenwärtige Politik der Partei, gegen die Art und Weise, wie die Kandidatenliste zusammengestellt wurde. Also die Einheitlichkeit der Stimme, also das kann man noch nicht sehen. Und es gibt Menschen, die auch die Sozialdemokratie wählen würden, aber es gefällt ihnen nicht, was eine dieser drei Stimmen vielleicht sagt. Und ich glaube, dass was zu wenig betont wird bei der Sozialdemokratie, ist das Problem von dem niedrigen Koalitionspotenzial. Weil die Koalition von Sozialdemokratie und Kommunisten, das ist ausgeschlossen. Von dem Beschluss von Bohumín damals hat sich die SSD verpflichtet, nicht mit den Kommunisten zusammenzuarbeiten. Die haben auch dann die Sozialdemokratie nicht den Grünen verhandelt, aber dann die Grünen haben diese Verhandlungen beendet, weil die waren näher zu dem liberalen Strom und das ist nicht die Richtung, in der die SSD gehen möchte. Und dann noch andere theoretisch geeignete Subjekte, das könnten meiner Meinung nach die Piraten sein, die Piratenpartei. Aber die Zusammenarbeit auf der Parlamentebene ist ziemlich unwahrscheinlich. Gerade wegen der gegenwärtigen Regierungsengagement von der Sozialdemokratie. Also die Sozialdemokratie hat eigentlich keinen geeigneten Partner und die bleiben ihr allein. Und ich habe notiert, nach den Umfragen, die aktualisiert werden, dass Top 0, der Wert Top 09, das ist die liberale rechte Partei, also diese Partei hat Präferenzen, die selbstständige Präferenzen, niedriger als die CSSD, als die Sozialdemokratie. Aber Top 0, der Wert Top 09 ist jetzt in der Koalition von drei Parteien. Also ist es jetzt in der Position, die von denen, die wahrscheinlich Erfolg haben werden. Aber die CSSD, die Sozialdemokraten, auch wenn sie die selbstständige Präferenz in Höhe haben, in den Medien wird es so gezeichnet, dass sie eigentlich ein Loser, dass diese Partei ein Loser ist, das nicht ins Parlament kommt und dass sie nicht so viele Chancen haben, ihr Wahlprogramm durchzusetzen. Also das ist ein großes Handicap von der tschechischen Sozialdemokratie, dass diese Partei eigentlich jetzt keine oder fast keine natürliche Partner hat. Und wenn ich zum Schluss kommen sollte mit einem Ausblick für die Zukunft. Ich glaube, wie ich die Diskussionen verfolge, die in den Mainstream-Medien passieren. Also ich glaube, das Problem ist im großen Maße, wie eigentlich die Linke oder die Linksorientierung verstanden wird. Das ist auch etwas, was in der Forschung geklärt wurde. Das ist die deklarative und einstellungsbezogene Linke. Das haben wir diese Umfrage gemacht oder diese ganze Forschung. Also ich kann jetzt nicht alle die Details nennen, aber ich habe viel gesehen, dass die Regierung wird als linke Regierung wahrgenommen und das ist dann ganz schwierig zu erklären, dass nur die sozialen Maßnahmen zu treffen, das ist noch nicht die Linksorientierung oder nicht die gesamte Linksorientierung. Und ich meine, dass eigentlich die Verbundenheit, die Linke ist diejenige, die den Menschen etwas immer gibt. Also das sehen wir ziemlich oft und das beschädigt den Namen oder so, das beschädigt irgendwie ernst genommen zu werden. Und was wir auch viel gesehen haben, ist die anti-linke oder antikommunistische Rhetorik der Proteste, die hier gegen der Regierung waren. Ja, die Regierung wird oft als linke Regierung genommen, auch wenn sie eigentlich nicht linke Regierung ist. Es waren auch solche Affären, die Affäre, Skandal von Herrn Pullmann von der Fakultät. Und es wurde problematisiert in den Medien. Seine Wissenschaftsarbeit wurde kritisiert in den Medien. Aber das basierte auf einem Missverständnis und auf einem ganz primitiven Antikommunismus.
Und eine andere Sache. Die Piratenpartei, die benennen sich als liberale Linke oder Mitte-Partei, aber eigentlich seitens von Anno, von der Bewegung, der sie als Hauptkonkurrenz, als Hauptbewerber sieht, sehen wir so Geschichte, also Labels als Neomarxisten und extreme Linke. Aber das führt leider dazu, dass die Piraten sich eigentlich gegen die Linke dann absetzen. Die sagen, wir sind in der Mitte, wir sind nicht die Linken. Und das führte auch dazu, dass sie manche Ideen, wie zum Beispiel Besteuerung vor Vermögen, dass sie diese Ideen verlassen haben und in eine andere Richtung gingen. So, ich glaube, das wäre alles in meinem Beitrag und das Weitere können wir da in der Diskussion sagen. Vielen Dank, Martina. Ich habe jetzt auch einige Fragen an euch und ich fange mit Paul an. Ist es möglich, dass die Linke nicht in den Bundestag kommt? Ich gehe nicht davon aus. Also ich gehe davon aus, dass die Partei in den Bundestag wieder einzieht. In den Umfragen der letzten Jahre lag sie immer sehr stabil, über 5%, teilweise bis hin zu 10%. Zuletzt gab es tatsächlich Umfragen, wo sie nur noch bei 6% war, aber es war sozusagen immer deutlich über den 5%, was ja als die entscheidende Hürde in Deutschland gilt, um in das Parlament einzuziehen. Die Linke ist trotz widriger Umstände bundesweit in der Gesellschaft und in der Politik verankert. Weiterhin in Ostdeutschland stärker als im Westen, aber eben auch im Westen zunehmend stark. Gerade wenn man sich die Landtagswahlen der vergangenen Jahre in Westdeutschland anguckt, gibt es dort ein Wachstum, was noch nicht stark genug ist, aber was deutlich zu merken ist. Die Linke ist darüber hinaus ja auch in der Bundesrepublik in drei Bundesländern an der Regierung beteiligt. In Westdeutschland erstmals seit kurzem in Bremen, in Berlin wieder und seit 2014 in Thüringen und dort ja zuletzt, ich hatte es schon gesagt, mit 31%. Das heißt, die Partei ist eigentlich quer durch die Republik eine politisch relevante Kraft und vor dem Hintergrund würde ich die Umfragen so sehen, dass tatsächlich es im Herbst reichen wird. Und ich sehe tatsächlich, dass es in der Partei Probleme gibt, die diskutiert werden müssen, die geklärt werden müssen. Aber diese Probleme sind nicht so existenziell, dass im September ein Ausscheiden aus dem Bundestag zu erwarten wäre. Danke, Paul. Jetzt noch eine Frage an die Martina. Was würde passieren, wenn die KSCM und dann auch die CSED nicht in das Parlament reinkommen würden? Wie würde das die anderen linksorientierten Subjekte beeinflussen? Das ist eine spezifische Situation, nicht nur für Tschechien. Das kennen wir schon auch aus anderen Ländern, aus Zentral- und Osteuropa. Aber wie würde das die politische Szene beeinflussen? Ich habe darüber nachgedacht, was würde passieren, wenn die kommunistische Partei nicht reinkommen würde, weil KSCM spielt sehr oft die Rolle sozusagen des Borderline-Cases. Ja, also das ist wirklich dann der Akteur, mit dem fast keiner zusammenarbeiten will. Aber dann bei den Schlüsselwahlen, genau wie die Wahlen, die uns jetzt erwarten, werden sie die sein, die wirklich eine entscheidende Rolle spielen. Ne? Das kennen wir auch aus der Vergangenheit, auch als über das Vertrauen der Regierung gewählt wurde und so weiter und so fort. Also das ist eigentlich für mich auch ein Paradox. Das ist ganz schwierig zu verstehen, weil die jetzige Position von der Kommunistischen Partei eigentlich sehr, sehr viel in die Hände der Antikommunisten reinspielt. Ne? Also man hört sehr oft, dass man Angst vor den kommunistischen Partei haben sollte, auch 30 Jahre nach der Samtrevolution. Aber ich glaube, dass die reale politische Macht
diese Partei wirklich real sehr niedrig ist. Also so wie ich das sehe, also sie spielen sozusagen mehr so eine reaktive Rolle und sie sind wirklich nicht so richtig fähig, vieles zu beeinflussen, ja, wenn sie gerade wirklich nicht eine wichtige Rolle in den Schlüsselwahlen spielen. Also, was würde passieren, ja? Also, ich glaube, es wäre vielleicht auch positiv, ja, in dem Sinne, dass man diese antikommunistische Rhetorik dann vielleicht auch begraben könnte. Man könnte vielleicht auch anfangen, über andere Sachen zu sprechen. Man könnte aber auch über den Gedanken sprechen, über die Notwendigkeit, eine demokratische, radikal linksorientierte Partei unterstützen, was jetzt die tschechischen Sozialdemokraten angeht. Mir fehlt eine Frage ein. Also worauf Sie jetzt viel fokussieren. Wenn Sie jetzt in das Parlament nicht reinkommen sollten, wenn Sie nicht ins Parlament kommen, dann gibt es keine Partei, die Sie ersetzen könnte. Und bei der Durchsetzung der Sozialmaßnahmen, ja, kommt natürlich die Frage, wie werden dann die Piraten handeln? Könnten Sie die Sozialdemokraten in vielerlei Hinsicht ersetzen? Also das ist auf jeden Fall eine interessante Fragestellung. Ich bedanke mich. Paul, du hast auch diese Konflikte in der Partei angesprochen. Und wie schätzt du das ein? Was passiert nach den Wahlen? Wird die Partei zusammenbleiben oder droht eine Spaltung? Sind diese Konflikte nur solche Konflikte, die man lösen kann? Oder gibt es tatsächlich mehrere Strömungen oder zumindest zwei Strömungen, die diese Partei auseinandernehmen können? Ich glaube, es sind Konflikte, die man nicht nur lösen kann, sondern die man vor allem lösen muss. Die Konflikte sind ja alle nicht neu oder die unterschiedlichen Strömungen sind alles Strömungen und thematische Debatten, die Partei seit vielen, vielen Jahren kennt. Es gab 2012 den Bundesparteitag in Göttingen, wo sozusagen schon mal die Spaltung prophezeit wurde und wo eine quasi überraschende Wahl der Vorsitzenden stattfand. Und seitdem hat sich vieles zum Positiven verändert, aber es gibt eben eine Reihe von Konflikten, die sozusagen in der Partei als Grundströmung weiter existieren, die auch bis heute nicht geklärt sind. Andererseits ist es Kennzeichen der Partei Die Linke und auch der Vorgängerpartei PDS, dass sie eben eine plurale Partei ist, dass sie also eben unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Strömungen vereint. Und das natürlich auch in einer Gesellschaft, die tief gespalten ist und die Spaltung zwischen den ostdeutschen Bundesländern und den westdeutschen Bundesländern ist sozial zu sehen, ist wirtschaftlich zu sehen, ist aber auch politisch und kulturell ja weiterhin existent. Und natürlich ist die Partei in Ostdeutschland eine andere als in Westdeutschland. Die Stärke, die die Partei in Ostdeutschland hatte, geht langsam zurück. In Westdeutschland wird sie Stück für Stück in vielen Regionen stärker, was eben auch kulturell und politisch unterschiedliche Realitäten und Ansätze bedeutet. Das muss gemeinsam austariert werden, das muss gemeinsam diskutiert werden. Da braucht es eine Fortentwicklung der Partei und ich glaube, da ist es hilfreich, das in den Vordergrund zu stellen, was die PDS vor 15 Jahren, also die Vorgängerpartei der heutigen Linken, schon einmal hatte, nämlich, dass man eben diese verschiedenen linken Ansätze nicht konfrontativ gegeneinander setzt, sondern sie sozusagen versucht, konstruktiv zusammenzudenken. Und wenn du nach Spaltung fragst, es wäre ein Fehler von historischer Tragweite, wenn in der Bundesrepublik Deutschland eine Partei links der Sozialdemokratie, die es endlich gibt, eine sozialistische Partei,
zerstört würde. Und ich glaube, das wissen alle. Das heißt, es kann immer wieder einzelne Austritte geben. Es kann auch nach der Bundestagswahl Austritte geben. Aber wer rational denkt und wer rational in dieser Partei Politik macht, weiß, dass es für eine Abspaltung eigentlich gar keine reale Chance gibt, die dauerhaft existieren will, wenn ein relevanter Teil der Partei weggenommen würde. Organisatorisch wäre es notwendig, einen Teil des Apparates mitzunehmen. Das ist völlig ausgeschlossen. Es gab in der Vergangenheit immer wieder einzelne Versuche, eigenständige Organisationen, Organisierungen in der Partei zu versuchen. Das ist immer gescheitert. Das heißt, nach der Bundestagswahl wird es notwendig sein, sozusagen die unterschiedlichen Konflikte gemeinsam zu diskutieren. Es gab jetzt die Debatte um das Buch von Sarah Wagenknecht, die in Nordrhein-Westfalen auf Platz 1 der Bundestagsliste steht. Eine sehr kontroverse Debatte, die auch sicherlich der Partei nicht unbedingt genützt hat. Es gab die Debatte um die unterschiedlichen Auffassungen von Politik im Saarland, wo Oskar Lafontaine, einer der Gründer der Partei Die Linke, in Konflikt mit der Partei steht oder andersherum. Aber auch da ist inzwischen klar gemacht worden, Oskar Lafontaine hat im Vorfeld des Bundesparteitages klar erklärt, das ist ein lokaler Konflikt im Saarland, das ist kein Konflikt in der Bundespartei, und er ruft dazu auf, die Linke zu wählen auf Bundesebene. Er setzt sich für eine starke Linke auf Bundesebene ein. Das heißt, ich glaube, alle, die verantwortlich in dieser Partei Politik machen, wissen, eine Spaltung wäre fatal und werden alles daran setzen, dass es dazu nicht kommt. Und die Partei hat viele Krisen ähnlicher Art schon durchlebt und bisher überstanden. Und ich bin mir sicher, sie wird auch diese überstehen. Danke, Paul. Ihr habt über Spaltung gesprochen, wo eigentlich das zwischen der Linken und Rot. Wie ist in deiner Meinung die Zukunft der tschechischen Linke? Ja, okay, das ist eine Idee, die mich jetzt fast jeden Tag beschäftigt. Das ist ja zwar ganz kompliziert, weil es gibt ziemlich viele Subjekte jetzt hier, außer der zwei parlamentarische Seiten, Parteien, über die ich gesprochen habe, glaube ich, dass viel signifikant in den letzten Jahren war, dass nachdem die tschechische Sozialdemokratie eigentlich Teil der Regierung von Andrej Babiš bekam und dass die kommunistische Partei diese Regierung unterstützt, also das an sich hat einen Impuls gemacht, dass mehrere Initiativen entstanden sind, die versuchten, eine Plattform zu schaffen, eine linke Plattform zu schaffen oder eine neue linke oder radikal linke Partei zu schaffen. Auch wenn es viele von denen war, können wir jetzt von drei sprechen. Das ist die Partei, die auch ich ein Mitglied bin, Levice, also die Linke. Dann haben wir Bewegung Zukunft und dann die Idealisten. Das ist eine Bewegung, die nahe zu dem Verband Idealisti steht. Und jetzt denke ich, dass für diese drei Subjekte es die größte Herausforderung ist, sich irgendwie zu etablieren in dem öffentlichen Raum und auch sich in den lokalen Aktivitäten zu etablieren. Ich würde sagen, dass wenn es wirklich dazu kommt, dass diese Parlamentsparteien nicht mehr in das Parlament kommen, dann erhöht sich die Relevanz von diesen Subjekten, die auch nicht im Parlament sind, weil dann wären alle auf derselben Ebene stehen. Und ich glaube, dass wenn eine oder zwei von diesen größeren Parteien, also Sozialdemokratie und die Kommunisten, wenn sie ins Parlament kommen, dann werden diese wahrscheinlich nicht an der Regierung teilnehmen und ihre Macht oder Kraft wird gering sein. Also ich glaube, dass die nächste Wahlperiode für die linken Parteien, das heißt für die
diejenigen, die jetzt gegenwärtig im Parlament sind und auch für diejenigen, die nicht im Parlament sind. Also dass es eine Wachstumphase und Regenerationsphase kommen muss. Und es ist eine Frage, ob davon dann eine festere Zusammenarbeit entsteht. Weil es scheint immer eher unwahrscheinlich zu sein, weil ziemlich oft zerbricht die Zusammenarbeit auch wegen Kleinigkeiten. Also die Zukunft sehe ich, ja, es ist kompliziert. Ich glaube, wir brauchen Zeit für das Bauen, für die Regeneration von diesen Parteien. Ich glaube, wir brauchen die nächsten Jahre, um zu sehen, wie das geht. Und meiner Meinung nach, ich weiß natürlich nicht, wie das Ergebnis sein wird, aber meine Voraussetzung ist, dass im Grunde genommen die Regierung von diesen zwei Koalitionen entsteht, also eher in der Mitte und in der rechten Teil des Spektrums stehen. Und was ich erwarten würde, ist, dass die Politik ziemlich unklar wird oder unlesbar, weil diese Parteien nicht einheitlich sind in den wirtschaftlichen oder sozioökonomischen Themen und auch in der Skala von Progressivismus zu Konservatismus. Also in diesem Hinsicht können wir eine schwere Periode oder komplizierte Zeit erwarten. Und diese Zeit für Regenerierung oder zum Wachstum sollte sich auf das Formulieren von einer klaren, deutlichen Alternative fokussieren, also gegen diese Regierung, die wahrscheinlich ganz unklar ist oder unlesbar oder wird nicht so viel machen und die Krise dann kommt auch auf die Menschen zu. Also in diesen zwei Sachen sehe ich die Zukunft oder hier sehe ich unsere Aufgabe. Ich habe jetzt eine kurze Frage an Paul. Die Linke hat sich sehr auf die mögliche Regierungsbeteiligung konzentriert. Du hast das schon auch angesprochen, aber sie war immer eine Oppositionspartei. Und das sind zwei Sachen, die sich eher ausschließen. Und da auch meine Frage, welches Konzept hat die Partei für sich selbst? Du hast recht mit der Beschreibung, dass tatsächlich sich die Partei in weiten Teilen als Oppositionspartei verstanden hat oder versteht. Aber auch das ist, glaube ich, einem Wandel unterlegen. Und die PDS, also die Vorgängerpartei der Partei Die Linke heute, hat in den 90ern immer plakatiert, Veränderung beginnt mit Opposition. Das macht natürlich klar, man setzt erst einmal auf Opposition, aber das Ziel ist Veränderung. Und da ist Opposition dann auch nur ein Mittel, weil es zu bestimmten Zeitpunkten die richtige Variante und die richtige politische Handlung ist. Die PDS und später Die Linke war ja aber immer auch parallel zu ihrer Rolle als Oppositionspartei auch Regierungspartei in einzelnen Ländern. Angefangen in Sachsen-Anhalt, wo sie eine rot-grüne Landesregierung toleriert hat, später in Mecklenburg-Vorpommern, wo sie selbst regiert hat, dann Berlin und Brandenburg und inzwischen eben sogar auch in Westdeutschland. Das heißt, die Rolle hat sich über die Jahre schon gewandelt. Darüber hinaus ist die Linke auch gerade in Ostdeutschland immer auch auf kommunaler Ebene in Verantwortung gewesen, also hat Bürgermeisterinnen und Bürgermeister gestellt, Landräte oder Oberbürgermeister, hat entscheidende Stellung in Kommunalparlamenten gehabt, wo es eben auch nicht nur um Opposition, sondern auch um Gestalten geht. Das heißt, diese Partei war eigentlich immer beides. Und wenn man dann sich die Wählerinnen und Wähler und aber auch die Mitglieder anschaut und fragt, da gibt es Untersuchungen, die deutliche Mehrheit ist dafür zu regieren, wenn die Bedingungen stimmen, wenn der Inhalt stimmt. Diese Debatte, ob man überhaupt regiert und die Ablehnung des Regierens ist eigentlich eine Debatte auf Funktionärsebene und nicht auf der Ebene von Mitgliedern und Wählerinnen und Wählern. Es ist schon unter dem Vorsitz von Katja Kipping eine
deutliche Verschiebung auch der Debatte zustande gekommen in der Partei, die sich in den letzten 2 Jahren sehr deutlich dafür ausgesprochen hat, dass die Linke endlich auch im Bund mitregieren müsse, wenn es denn sozusagen die Bedingungen dafür gäbe und sich die Linke in Koalitionsverhandlungen mit zentralen inhaltlichen Punkten durchsetzen kann. Und das ist auch unter den beiden neuen Vorsitzenden, glaube ich, dort noch einmal deutlich gestärkt, diese Orientierung. Und ich nehme es so wahr, dass eigentlich es keine scharfe Opposition mehr in der Partei dagegen gibt, zu regieren, sondern die Debatte ist tatsächlich inzwischen dort angekommen bei der Frage, wie wir regieren. Also unter welchen Bedingungen gehen wir in eine Regierung? Was wollen wir dort durchsetzen und wie ist es möglich, es durchzusetzen? Das heißt, diese Diskussion, die auch gerne in Medien geführt wird, als die Partei Die Linke an der Regierung scheitern würde oder an denen eine progressive Politik scheitern würde oder an denen eine Abwahl der konservativen Bundesregierung scheitern würde, das ist, glaube ich, eine Scheindebatte. Richtig ist, es gibt weiterhin in der Sozialdemokratie und bei den Grünen Vorbehalte gegen eine Regierung. Ich hatte vorhin schon gesagt, rechnerisch reicht es derzeit nicht, aber es fehlt gar nicht so viel. Und ich glaube, in diesem Jahr, beziehungsweise vielleicht in 4 Jahren bei den nächsten Bundestagswahlen, ist die Linke so nah daran wie noch nie an der Frage, ob sie mitregieren kann und will. Über die Zukunft der Linken in Tschechien gesprochen. Und jetzt die Frage, was erwartest du? Was wird mit den Linken in Europa passieren? Was wird es auch für die jungen Menschen heißen? Oder wie wird es sie beeinflussen? Also, ich glaube, es ist leicht vorzustellen. Ja, ich glaube, es gibt schon sehr viele Elemente. Also, wir als Partei Linke bilden einen Teil der europäischen Linke. Und dann gibt es hier auch Bewegungen, wirklich in ganz Europa. Es gibt auch eine sehr starke linke Bewegung, die in allen Staaten schon präsent ist. Also ich glaube, die Zusammenarbeit auf diesen Niveaus, auf diesen Plattformen, die ich schon erwähnt habe, oder vielleicht auch andere neuen Plattformen, die es geben wird, ist sehr wichtig. Es ist wirklich fundamental und wesentlich, dass man wirklich auf der internationalen Ebene zusammenarbeitet. Es ist für uns eine große Inspiration. Wir können sehr viel daraus lernen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir weiter zusammenarbeiten auf dem internationalen Niveau. Also ich bin auch davon überzeugt, dass das Projekt der Linken kann nicht isoliert erfolgreich werden, ja. Wenn man wirklich nicht zusammenarbeitet oder in den meisten Ländern Europas zusammenarbeitet, dann ist unser Schicksal das Scheitern. Das geht einfach anders nicht. Also wir müssen wirklich Hand in Hand zusammenarbeiten. Auch aus dem gleichen Grund glaube ich, dass wir wirklich zusammen sein müssen. Und ich bin auch selbstkritisch, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben uns bis jetzt nicht genug der internationalen Zusammenarbeit gewidmet. Wir hätten uns eigentlich der Zusammenarbeit viel, viel, viel mehr widmen sollen. Und was jetzt die jungen Menschen angeht, also ich muss mich jetzt auf die Affäre von Dominik Ferry erinnern. Das war eigentlich ein Mitglied von Top 09. Also er war wirklich ein Symbol für die jungen Menschen, hatte auch seinen Instagram-Account gehabt. Er war sehr populär und man hatte eigentlich damit gerechnet, dass er eigentlich der Stern wird, ne? Und dass er sozusagen die Person sein wird, die von den jungen Menschen gewählt wird. Er ist kein Abgeordneter mehr nach dieser Affäre und durch diesen Verlust hat auch seine Partei ihre Strategie verloren. Und was ich glaube, man sollte einfach die Politik
nicht infantilisieren, ja, also keine kindischen Einstellungen, so ist es einfach nicht. Aber ich glaube, für jungen Menschen, also ich halte mich auch für einen jungen Menschen immer noch, ist sehr wichtig, dass man wirklich die Schlüsselfragen löst, die Schlüsselprobleme angeht. Auf jeden Fall wohnen. Ja, ganz normale Gehalt, es ist auf jeden Fall die Familienpolitik und auf jeden Fall das Klima, die klimatische Krise. Die jungen Menschen, das haben wir auch in unserer Studie gesehen, gehören zu der sozusagen einstellungsbezogenen Linke. Ja, sie werden sich nicht als linksorientiert wahrnehmen oder nennen, aber es gibt ganz viele flächendeckende Themen, die eigentlich für sie auch sehr wichtig ist. Also man sollte sich jetzt nicht so viel auf die Ideologie in der Zukunft fokussieren. Und dann kommt natürlich auch die Frage, wie man Sachen erklärt, ja, wie man die Vergangenheit, das ehemalige Regime verarbeitet, der jetzige heutige Diskurs. Vertritt halt die eine einzige Wahrheit. Ne? Und ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, das ehemalige Regime jetzt ideologisch irgendwie zu schützen, aber wirklich selbstkritisch und kritisch das alles anzusehen. Paul, ich habe jetzt eine Frage im Chat gelesen, die betrifft Verhältnis zwischen Grünen und Linken und zwischen SPD und Grünen und dann auch Rolle, die Annalena Baerbock in diesem Zusammenhang spielt. Genau, ich hatte die Frage gerade auch schon gesehen. Ich glaube, formal gibt es erstmal keinen Grund mehr für die Sozialdemokratie und für die Grünen, eine Zusammenarbeit mit der Linken abzulehnen. Es gibt mehrere Landesregierungen, die in dieser Konstellation sehr stabil und sehr gut zusammenarbeiten. Es gibt einen Ministerpräsidenten der Partei Die Linke, der von SPD und Grünen gestützt wird und das ja auch in sehr komplizierten Situationen schon, wenn ich an die Wiederwahl im vergangenen Jahr erinnern darf, wo eine Rechtskoalition aus CDU, AfD und FDP kurzfristig in Thüringen einen Ministerpräsidenten gestellt hat und Sozialdemokratie und Grüne gemeinsam mit der Partei Die Linke, mit Gewerkschaften, mit sozialen Bewegungen Bodo Ramelow wieder ins Amt geholt haben. Das heißt, es gibt diese Formen von Zusammenarbeit. Es gibt auch in Westdeutschland auf kommunaler Ebene Zusammenarbeit zwischen den drei Parteien. Das heißt, die historischen Vorbehalte sind, glaube ich, in vielen Teilen abgebaut, auch wenn sie natürlich weiterhin bestehen. Und natürlich ein solches rot-rot-grünes Bündnis, die Zusammenarbeit von SPD und Grünen mit der Partei Die Linke, weiterhin gerade medial kritisch beäugt werden würde. Es gibt eigentlich keine Gründe mehr dagegen. Es gibt natürlich immer in zentralen Fragen Differenzen. Das gibt es aber genauso, wenn die SPD mit der CDU koaliert oder die Grünen mit der CDU. Auch dort gibt es programmatische Differenzen, die eigentlich unüberwindbar sind. Das heißt, man könnte auch gegenüber Grünen und SPD, denke ich, Wege finden. Es geht natürlich immer um die Frage von Außenpolitik, von Friedenspolitik, von der Frage von der NATO-Mitgliedschaft. Wobei ich glaube, dass tatsächlich die zentrale Frage, die zentrale Differenz eigentlich zwischen den Parteien noch immer in dem Umgang damit dem Umgang liegt, wie mit sozialen Fragen umgegangen wird, also wie sozusagen Sozialdemokratie und Grüne den Bruch vollziehen mit dem Sozialabbau, den sie unter dem Begriff Hartz IV und Agenda 2010 damals vollzogen haben. Das ist, glaube ich, ein Punkt, über den es viel mehr Gesprächsbedarf braucht, wenn ein rot-rot-grünes Bündnis auf Bundesebene entstehen soll. Inwieweit Annalena Baerbock eine mögliche Koalition oder eine mögliche Zusammenarbeit befördert oder nicht befördert, kann ich nicht beantworten. Aber ich glaube,
Auf der politischen Ebene und auf der atmosphärischen Ebene ist eine Zusammenarbeit denkbar, wenn es rechnerisch die Mehrheit gibt und wenn dann tatsächlich eine Verständigung über zentrale Projekte möglich ist. Das wird sicherlich nicht einfach, aber auch auf der Ebene der Landesregierung gab es Differenzen. Ich nenne nun mal beispielsweise in Thüringen den Umgang mit dem Inlandsgeheimdienst, wo beispielsweise die Partei Die Linke immer fordert, dass der Geheimdienst aufgelöst wird, ersatzlos, und die Sozialdemokratie beispielsweise dort am Geheimdienst festhält und nicht einmal Einschnitte will. Aber auch dort wurde eine Lösung gefunden, wie sozusagen ein Weg gefunden werden konnte, um trotzdem gemeinsam zu regieren. Das heißt, ich glaube, auch bei SPD und Grünen gibt es ausreichend Bereitschaft, über ein solches Bündnis nachzudenken, unabhängig von Personen, weil einfach sozusagen gerade auch angesichts der Bedrohung von rechts, also des Aufstiegs der AfD und der starken Stellung der AfD in vielen Bundesländern, aber auch sozusagen der kontinuierlichen Stärke auf Bundesebene der AfD vielen klar geworden ist, dass es andere politische Optionen braucht als die bisherigen. Wir haben hier auch noch eine Wir haben noch eine Frage an die Martina. Ich weiß nicht, ob du die Frage siehst oder nicht. Siehst du die Frage? Könntest du uns die Frage beantworten, bitte? Die Frage ist jetzt verschwunden. Ich sehe nicht mehr die Frage. Hier. Ich muss es beantworten. Also die Frage ist, ob ich glaube, dass die Kommunistische Partei kann die innere Krise lösen und ob die Kommunistische Partei die Mitgliedsbasis ansprechen könnte. Also die erste Frage. Leider bin ich unter denen, die in eine Erneuerung von den Kommunistischen Partei in Tschechei nicht so viel glauben. Es sind jetzt das Jubiläum 100 Jahre von der Gründung der Kommunistischen Partei in Tschechien und mehreren. Also es ist eine Gelegenheit, die Existenz dieser Partei zu bilanzieren. Aber leider glaube ich, dass diese Partei so viel in den jahreslangen internen Mechanismen steckt, in den jahrelangen Struktur der Mitgliedschaft, der Mitgliedsbasis, wenn man nur die Altersstruktur nimmt. Und ich glaube, dass die einzige Änderung, die passieren könnte, wenn viele neue aktive Mitglieder in die Partei kommen. Aber das ist, glaube ich, nicht das, was wir gerade sehen. Im Gegenteil, diejenigen, die radikale linke Politik machen wollen, die gründen jetzt eher neue Subjekte, als so eine Partei wieder zu erneuern, wo die Chance nicht so real ist. Also das ist meine Antwort auf die erste Frage, lautet nein. Und die zweite Frage, ob die Linke eigentlich die Mitgliedsbasis von Kommunisten ansprechen können. In diesem Moment würde ich sagen, die Mitgliedsbasis, was die Wahl 2017 betraf, aber jetzt ist es auch relevant. Also die Wählerbasis ist jetzt geringer geworden und nur der Kern ist geblieben. Diejenigen, die wirklich diese Partei immer gewählt haben und immer wählen werden. Also es gibt so eine Hälfte von solchen Menschen und die anderen sagen, dass sie auch ja diese Partei regelmäßig wählen. Und weil es jetzt nur so wenige Menschen als Wähler sind, also das ist der härteste Kern. Und ich glaube, dass die Chance für uns, diesen Kern anzusprechen, ist geringer. In den letzten Jahren hatte die Partei bessere Ergebnisse und die Art und Weise, wie sie die Menschen damals angesprochen haben, das waren Leute, die mit
der damaligen Zustand frustriert waren. Also diejenigen, die in der Vergangenheit die Kommunisten wählten, also diese können wir ansprechen, aber nicht die gegenwärtigen Wähler von der Tschechischen Kommunistischen Partei. Ich habe jetzt auch die letzte Frage an Paul. Welche Schwerpunkte werden in der kommenden Zeit eine wichtige Rolle in der linken Politik in Deutschland und in der Europäischen Union spielen? Ich glaube, dass tatsächlich die Folgen der Corona-Pandemie natürlich eine ganz zentrale Rolle spielen werden, wobei es dabei eher um die Frage geht, dass all die Probleme, die vorher schon existierten, dadurch einfach verschärft wurden und deutlicher zum Vorschein traten. Also alle Fragen von Gesundheitspolitik, von Zugang zu Gesundheitsversorgung, von Pflege, von aber auch von öffentlicher Infrastruktur, die Frage von, wem gehören Impfstoffe, wer hat Zugang zu Impfstoffen, aber auch Folgeprobleme von Care-Arbeit, von Fragen wie Bildung oder Schulen auf Digitalisierung vorbereitet sind. All diese Fragen, die lange Jahre brachgelegen haben, weil durch neoliberale Politik der Staat Geld gespart hat, Infrastruktur abgebaut hat, soziale Leistungen abgebaut hat. All das ist wieder auf dem Tablett und muss jetzt sozusagen diskutiert und muss jetzt verändert werden. Ich glaube, das sind zentrale Fragen. Und in Deutschland hat, glaube ich, die Linke im aktuellen Wahlprogramm darauf sehr viele sehr konkrete Antworten. Das Magazin Der Spiegel hat gerade gestern oder heute einen schönen Artikel geschrieben, wo sozusagen dargelegt wurde, wie detailliert das Wahlprogramm der Partei eigentlich Antworten gibt auf all diese Fragen. Und heruntergebrochen, wenn man es in ein paar Punkten sagen will, geht es eben um tatsächlich die Verbindung von den klassischen sozialen Fragen, also besseren Mindestlohn, bessere Arbeitsbedingungen für relevante Arbeitsbereiche, wie auch zum Beispiel den Pflegesektor, den Gesundheitssektor, das Ende von der Zweiklassenmedizin. All das sind Antworten auch auf die Corona-Pandemie beziehungsweise die Probleme, die darin sichtbar wurden, aber eben auch Fragen wie Mietpreise, fehlender sozialer Wohnungsbau und um das eben auch zu finanzieren, ein gerechtes Steuersystem, die Verbindung von Klimagerechtigkeit, Ökologie und sozialen Fragen und eben auch die Friedenspolitik. Das sind zentrale Punkte, auf die es Antworten von links braucht, wo die Linke aus meiner Sicht programmatisch eigentlich gut aufgestellt ist und programmatisch seit vielen Jahren die richtigen Antworten geben könnte, auch untersetzt mit Konzepten und Vorschlägen, wie es praktisch gehen könnte, es aber eben immer an der Durchsetzbarkeit fehlt, weswegen ich glaube, dass die Linke einfach stärker über die Frage von politischer Macht nachdenken muss und sozusagen deutlicher als bisher artikulieren muss, dass sie willens ist und auch eben in der Lage ist, Gesellschaft zu verändern, sei es in Opposition oder eben zu anderen Zeiten auch in Frage von in Frage von einer Regierungsbeteiligung. Das heißt, die Themen, nach denen du fragst, liegen, glaube ich, auf dem Tisch. Da hat eine Linke europaweit auch Antworten. Es fehlt an der Durchsetzungsfähigkeit. Vielen Dank. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für eure Teilnahme an der heutigen Debatte und ich hoffe, dass wir fortsetzen können nach den Wahlen, vielleicht auch offline, mal sehen, wie die Lage sich entwickelt. Vielen Dank auch an unsere Dolmetscherinnen, die uns sprachlich begleiten haben und einen schönen Abend.